Ja, hallo liebe Motorsportfreunde und herzlich willkommen zurück hier beim Mr. Easy Racer und dem Let's Play F1 2014. Und mit dem Trainingsergebnis aus Monza und so ein Trainingsergebnis, das würde die Tifosi natürlich in gute Stimmung versetzen, wenn wir das jetzt auch noch durchs Qualifying und durchs Rennen bringen würden, das wäre perfekt. Also ihr seht es, ich bin auf erster Stelle hier im Training, zweiter Fernando Alonso, dritter Lewis Hamilton, den ich ausgewählt habe als unseren Rivalen. Ob es jetzt Hamilton oder Rosberg ist, das ist eigentlich relativ egal, weil die sind beide 2 Punkte in der WM nur auseinander. Also der Vorsprung ist eigentlich fast gleich. Und ich habe halt Hamilton genommen, der ist noch vor Rosberg. Also das ist der, der uns am nächsten auf den Fersen ist. Und deswegen würde ich sagen, schnack mal gar nicht groß rum, gehen wir weiter. Und bisschen was ist mir aufgefallen, auf jeden Fall die Hinterreifen kühlen sehr schnell ab. Zumindest von den harten Reifen. Ich bin ja im Training quasi immer nur die harten Reifen. Und da müssen wir auf jeden Fall ein Auge drauf werfen, vor allem wenn es dann in die doch ein bisschen kurvigeren Passagen geht. Da dann das Auto auf der Strecke zu halten, das ist schon kein Problem, aber dass dann das Heck schön immer rumkommt und so weiter, das ist dann natürlich nicht so toll. Aber ich denke, das kriegen wir hin. So Topspeed-mäßig war ich jetzt mit DRS so um die 355, 360 unterwegs. Mit Windschatten könnte das dann vielleicht nochmal eine Ecke schneller werden. Also das ist schon abartig, was wir hier für eine Speed drauf kriegen mit den Turbomotoren. Das ist schon wirklich richtig geil. So, wir gucken jetzt mal. Das passt soweit. Genau das werde ich jetzt auch machen. Ich gucke nochmal hin. Hier genau, Schnellsetup, komplett nach rechts auf jeden Fall. Gar keine Frage. Weil hier brauchen wir nichts anderes als Topspeed. Und da müssen wir schauen, dass wir es jetzt auf die Kette kriegen. Also unter 1,30 sollten wir mit den harten Reifen vielleicht schon kommen, damit wir ins Q2 einziehen können. So, ich hole mir nochmal schnell meine Fernbedienung. So. Alles klar. Passt soweit. So, jetzt gehen wir Stoff. So, hier natürlich. Ich denke, Monza ist vielen von euch bekannt natürlich. Ist natürlich eine der Traditionsrennstrecken mit Spa auch zusammen von der Formel 1 mit Silverstone so ungefähr, würde ich jetzt mal behaupten. Kann natürlich sein, dass ich da jetzt irgendwelche vergessen habe, aber ich würde mal sagen, das taugt schon hier alles. Also hier, Reifen sind noch nicht richtig auf Temperatur. Und dann hier natürlich die 2 Lesmos. Oh shit. Da ist natürlich die Beanspruchung des vorderen linken Reifens immer sehr hoch. Aber wie gesagt, jetzt erstmal ein bisschen so zum Eingrooven hier. Aber ihr seht es hier schon. Guck mal wieder, wie das Geschwindigkeitsmesser wieder nach oben schnellt. Das ist schon. Und hier sieht man es einfach. Ich stehe wirklich noch auf dem Halbgas. Und ja gut, jetzt war ich kurz im Kies, aber da müssen wir wirklich aufpassen, die Hinterreifen, vor allem auch auf der langen Gerade, auf der Startzielgerade, die kühlen so schnell ab, das ist unglaublich. So. Jetzt hier schön im vierten rausbeschleunigt, fünfter, sechster, jetzt der siebte und dann geht das hier richtig dolle vorwärts mit DRS und jetzt gucken wir mal, was wir auf der geraden Spitze hinkriegen. Ja, um die 350 gehen da schon. 360 sogar, hätte sogar noch später bremsen können. Also wie gesagt, mit Windschatten geht da schon noch einiges. Wie gesagt, schauen wir einfach, dass wir eine gute Runde hier an Asphalt brennen. Jetzt fährt hier noch einer vor uns, Danny Kwiat, direkt auf den weichen Reifen. So. Aber bis jetzt passt die Runde eigentlich wunderbar. Ja. Der war jetzt nicht perfekt, nicht den Kurvenschalter komplett getroffen. Und das kostet uns dann natürlich in der Beschleunigung und hier auf der nachfolgenden Gerade. Aber es passt schon. So.
gut. Boah, shit. Meine Fresse. Dein Frontflügel ist leicht beschädigt. Ja. Solange du keine Probleme hast, kannst du draußen bleiben. Aber mal richtig gut übersteuert hier aus der Kurve raus. So, und hier, ah, die passt noch nicht, die Kurve. Hier. Parabolika ist das doch, oder? Nee, keine Ahnung. Ja, ich muss jetzt aber nochmal eine Runde dranhängen. Ich muss jetzt wirklich nochmal eine Runde dranhängen. Weil das hat noch nicht gepasst hier. Der letzte Sektor. Hier, wenn's, ihr seht es, kommt da wirklich kaum aus dem Quark. So, Jensen Button hier rechts neben uns. Adrian Sutil jetzt auf der 1. Neue Bestzeit wird das wahrscheinlich nicht. Ja, aber auch nur 16.000stel dahinter. Passt dann schon. So, hier wieder durch die zwei Lesmos. Ja, jetzt passt die Kurve auch diesmal besser. Und der ist wieder auf. Dann müssen wir, alter Schwede, auch erstmal den Flügel wieder reparieren lassen. So, 11.000stel. Mein Vorsch oder mein Rückstand hat sich nicht so viel getan, aber jetzt der letzte Sektor. Sollte doch einiges mehr gehen jetzt, wenn ich die letzte Kurve nicht verhaue. Hier die... Ja, es ist... Nee, Curva Grande ist die danach. Ist nicht Parabolica? Ich glaube schon. So. Jawohl, das war jetzt mal ein Brett. Eine 28,8. Das passt wunderbar. Und ja, ich denke, da können wir zurück zur Garage gehen und uns dann ganz bequem aus dem Auto raus im Schnelldurchlauf das letzte Qualifying oder das erste Qualifying-Segment anschauen. Jo, 2 Sekunden haben wir Vorsprung, aber das wird sich schon noch ein bisschen eingrooven auf jeden Fall. Ja, in meiner letzten Runde, da habe ich die, habe ich den letzten Sektor nicht so richtig hingekriegt in meiner Trainingsrunde. Da habe ich da einiges an Zeit liegen lassen. Ah, Jean-Ric Vergne auf Position 4, alter Schwede. Gut so, du hast Q2 erreicht. Jawohl, passt soweit. Lewis Hamilton, unser Rivale auf der 2. Und es wäre bekannt, dass ausgeschieden, ja, Romain Grosjean und Sergio Perez und sonst hinten die üblichen Verdächtigen, würde ich jetzt mal sagen. Aber Romain Grosjean ist nicht weit weg von Jules Bianchi, also schon krass. Und in dem Sinne natürlich auch nochmal Pray for Jules, ne? Immer noch ein bisschen kritisch, sein Gesundheitszustand kritisch, aber stabil. Also, ja, das nochmal dazu gesagt. So, dann schauen wir mal. Q2, ich bin schon fast am überlegen, ob ich nicht nochmal auf den harten fahren soll. Weil das hat eigentlich bis jetzt relativ gut funktioniert. Oder ich nehme halt die weichen, ne? Aber ich bin immer so ein Sparsamer, ja, wisst ihr? Ich versuche mal Reifen zu sparen, wo es halt geht. Weil man weiß ja nie im Rennen. Vielleicht hat man dann doch mal eine ganz strange Strategie auf einmal auf dem Kerbholz. Und dann muss man angefahrene Reifen nehmen. Das ist immer so eine Sache. 95%, die gehen eigentlich schon noch, ne? Probieren wir es doch nochmal. Kriegen wir vielleicht nochmal eine 28er Zeit hin? Das wäre super. Gehe jetzt natürlich mal direkt wieder auf die fliegende Runde. Und gucken mal, dass das hingeht. So. Passt soweit. Reifen sind auch gut aufgewärmt. Die Bremsen tun wir jetzt eh nochmal aufwärmen hier. Zur letzten Kurve hin. Solche Quersteher, die kosten immer so viel Zeit. Das ist abartig. Da muss ich auf jeden Fall darauf achten, dass ich die in meiner jetzigen Runde da nicht habe. Alter Schwede. So, passt. Erste Kurve, Anbremspunkt. Und hier wieder schön hochbeschleunigen. Bis in den Drehzahlbegrenzer. Dann passt das. So. Schauen wir mal.
Ah, wieder kleiner Quersteher beim Ausgang. Passt soweit. Ja, bis jetzt passt die Runde wunderbar. Wunderbar bis jetzt. Wunderbärchen. So, jetzt hier wieder Anbremspunkt finden. Boah. Nicht hier wieder quer kommen. Das ging ja schon einmal schief vorhin. Das sollten wir vielleicht dann verhindern, vermeiden. So. Ah, missblockierende Räder. Das war nicht so gut gerade. Beim Anbremsen. Kurz die Vorderräder stehen geblieben. So. Bin ich jetzt gespannt, ob das reicht. Schauen wir doch mal. Ich gehe auf jeden Fall zurück zur Garage. Keine absolut überragende Zeit, das muss ich jetzt mal ehrlich gesagt zugeben. Aber es scheint wirklich zu reichen. Also wenn ich das hier so sehe. Okay, jetzt kommen sie nochmal näher, die KI. Aber sonst, ja, mein letzter Sektor war wieder, ihr seht, ist 30-1. Habe ich wieder alles verkackt mit dem einen Quersteher da in diesen S's und in der letzten Kurve eben. Dieser, wo die Vorderräder mir komplett blockiert haben. So, liebe Leute. Dann heißt jetzt... Jawohl. Jawohl. So, wer ist ausgeschieden? Kevin Magnussen, Dani Kwiat, Jean-Éric Vergne, Adrian Sutil, Pasto Maldonado und Esteban Gutierrez. Alles klar. Und ja, Fernando auf 4. Also wir sind nach wie vor vorne dabei im Geschäft. Wie gesagt, es geht ja auch noch um die Konstrukteursweltmeisterschaft. Und ja, jetzt werden wir zum ersten Mal, werde ich hier die weichen Reifen auspacken. Und ja, dann schauen wir mal, was hier so abgehen wird. Jetzt wird der Bär absteppen hier. Jetzt haue ich mal wieder eine richtige Runde raus. Gucken wir mal, was da die KI so vielleicht entgegensetzen kann. Ich weiß auf jeden Fall, dass sie auch im Q3 auf jeden Fall sich nochmal steigen kann. Zweimal auf jeden Fall im Satz, glaube ich gerade. Nee, aber das weiß ich, dass die KI sich im Q3 meistens schon nochmal ein Stück steigert. Und ja, dem will ich jetzt möglichst gut entgegenwirken. Indem wir hier den Reifen soll ich ganz da hinten nehmen. Ne, wir nehmen doch hier den ersten, oder? Warum denn nicht? So, den Einsatz müssen wir ja eh abgeben. Dann gehen wir direkt raus auf die fliegende Runde. Also wirklich, was, 360 haben wir schon geschafft, ne, auf der Geraden. Also schon krass, was du da aus den Turbomotoren rausholst. Ach ja, Wetter soll übrigens ganzes Wochenende sonnig sein. Ist jetzt zwar wieder ein bisschen bewölkt, aber, boah, sonst soll es das ganze Wochenende wirklich, ja, nicht regnen zumindest, das ist wichtig. So, und wieder DRS an. Und jetzt, ihr könnt da ja mehr drauf schauen. Ich muss mich ja dann auf einen Anbremspunkt konzentrieren. So, wow. Schwede. Okay, auch die weichen Reifen kühlen ziemlich ab. Ihr habt das gerade gesehen, meine Hinterreifen, die waren dann nur noch, ja, so ein Türkis fast nur noch. Also nicht so gut, nicht so toll. Da müssen wir vor allem im Rennen dann aufpassen. Weil wir dann natürlich noch das schwerere Auto haben. So. Boah. Nochmal ein komplett anderes Grip-Niveau hier in den schnellen Kurven. Im Gegensatz zu den härteren Reifen. Das ist schon krass. Also das hat mich gerade eben echt überrascht. So. So, aber auch hier ein bisschen mit dem Heckkopter. Gut, liegt wahrscheinlich auch daran, dass ich meine Flügel komplett auf Höchstgeschwindigkeit gestellt habe. Damit muss ich halt eben dann klarkommen. So, und jetzt hier auch kein Quersteher. Dann passt das. So, und dann fahren wir mal eine ganz überlegene 28-3. Ich glaube und hoffe, das sollte reichen für die Pole.
Ich hoffe es mal. Ja, wie gesagt, das sind einfach so Strecken. Was? Ich bin Platz 5? Was hat der gerade? Ich habe verstanden, ich bin jetzt Platz 5. Ja, ich glaube... Ja, wir sind 6 Hintel vorne. Ich denke, das können wir jetzt hier so durchscrollen. Ja, was ich noch sagen wollte, das sind halt einfach die Strecken... Ja, ja. Das sind halt eben die Strecken, wo ich einfach gut bin, weil ich die komplett weiß. Ich weiß, wie ich sie zu fahren habe und dann, ja, kommt sowas dabei raus. Vor allem Italien, unser Heimspiel natürlich für Ferrari. Da muss ja die Pole sein, ne? Traumhaft, einfach traumhaft. Du hast die Pole. Gut gemacht. Ja, mein Renningenieur ist natürlich immer so euphorisch, aber jetzt ist er wahrscheinlich nochmal euphorischer, dass wir das hier geschafft haben. Aber Hamilton auf eine halbe Sekunde noch rangekommen. Also es könnte... Ja, ein spannendes Rennen gegeben. Das auf jeden Fall. Und ja, deswegen nehmen wir noch den Endscreen mit. Und ja, ich sag schon mal, wenn euch das Video gefallen hat, würde es mich natürlich freuen, wenn ihr ein Like da lassen würdet. Und ja, dann sehen wir uns auf jeden Fall im nächsten Part, wenn es heißt Monza Rennen in unserer noch ersten Formel 1 Saison. Und ja, es geht in Riesenschritten auf das Saisonende zu. Und ja, deswegen, ich verabschiede mich, bin raus, sagt ciao, servus und ja, hoffentlich schaltet ihr auch beim nächsten Mal wieder ein. Ne? Also Leute, bis dann.